wird. Warum ist da im Steam ein Skype-Icon? Verstehe ich nicht. Geht wohl erst nach dem Neustart. Wahrscheinlich. LOL ist. Ja, LOL ist blöd, aber alle MOBAs sind für mich blöd. Ich mag einfach keine MOBAs. Ich hab die. Ich finde einfach total uninteressant, weil es im Endeffekt immer ein und dasselbe Spiel ist. Weil. Ich mag es auch nicht. Ich mag so allgemein High Competitive nicht, weil es halt immer ein und dasselbe ist im Endeffekt nach einer Zeit und. Ich will Spiele durchspielen, nicht eine Story durchspielen. Minecraft ist jetzt eine Ausnahme, weil ich das. Weiß nicht, was mich da einfach reizt hat. Das Bauen und das Sammeln einfach. Und dass du Minecraft halt auch durchspielen kannst mit der Zeit. Wenn du den Enderdrachen besiegst. Also für mich ist Minecraft. Für mich persönlich ist Minecraft einfach ein Lego-Technikersatz im Digitalen. Ja, das sowieso. Und ich bin mit dem ganzen technischen Kram sowieso nicht so richtig auseinandergesetzt habe. Ich bin froh, dass ich weiß, wie Booster-Schienen funktionieren mit Redstone. Von daher. Ist das nicht Final Fantasy 7 Grad? Ja, mit reinen Redstone-Schaltungen kannst du auch schon viel machen. Das ist schon teilweise der Wahnsinn. Ja. Weißt du noch, wie wir damals auf meinem Server diese automatischen Maschinen gebastelt haben, die automatisch Sand abgebaut haben, allein durch Minecraft-Schaltung. Minecraft-Schaltung, Redstone-Schaltung. Minecraft-Schaltung, ne? Sehr intelligent. Ich habe mein Minecraft den letzten Jahren einfach ausgelutscht. Hab's auf PC, Xbox und Handy. Ich hab's nur auf dem PC. Coax hat ja noch die PS3-Version, glaube ich, wenn ich weiß, täuscht. Oder nee, die PS4 sogar. Keine Ahnung. Aber. Das ist ja dann noch langweiliger, weil du kannst ja kaum modden. Und ich finde, Minecraft Vanilla ist es, wenn ich nicht gerade Multiplayer spiele und immer was zu tun habe, weil halt auch manchmal neue Leute dazu kommen, wo ich neue Tunnel graben muss. Ich muss zum Beispiel noch zu Nirex. Das ist zum Beispiel, wenn ich das zeigen möchte. Das ist. Na gut, da bin ich jetzt nicht mehr so weit entfernt von, aber von meinem Hof aus sind das 1500 Meter oder so. Also, das ist echt ziemlich viel. Ich habe halt Minecraft habe ich in den letzten Jahren auch kaum gespielt, aber seitdem ich halt Multiplayer mit Coax spiele und den anderen ist es halt wieder der Reiz da, weil ich habe zum Beispiel auch mal probiert auf dem Giga.de Server zu spielen Minecraft, aber es war so unpersönlich einfach nur, weil es war einfach nur halt, ich weiß nicht, da waren halt so viele Spieler und das hat mir nicht gefallen, weil da hat man im Endeffekt auch wieder nur Singleplayer gespielt, weil man kaum mit anderen zusammengespielt hat, weil die halt alle ein eingespieltes Team waren und da kriegst du halt keine neuen Leute rein. Ist halt einfach so, ne? Oder? Was würdest du sagen? Wenn sich da Grüppchen gebildet haben und du niemanden in der Gruppe hast, der dafür sorgt, dass du in die Gruppe reinkommst, dann stehst du als Außenstehender immer etwas doof da. Ja. Deswegen hat mir das da keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich dann auch Minecraft erstmal sein lassen. Oh, Telefon. Mikro mal kurz. Nicht für uns, okay, na gut. Dann lassen wir es halt bimmeln. Das ist Mobilteil 2. Das ist aber doch. Mobil 1 ist für uns. Achso. Aber ja. Was habe ich denn früher? Also früher habe ich sowieso, ich habe mal Warcraft mal probiert im Multiplayer, Warcraft 3 damals im Multiplayer zu spielen, aber ich habe da gleich im ersten Match verloren, weil ich halt lieber vor mich gemütlich hinbaue, anstatt zu rushen. Und da habe ich dann natürlich total verkackt. Also diese ganzen Competitive Techniken kann ich eh nicht. Und würde ich mir auch gar nicht eingehen, weil ich weiß nicht. Nein, du musst bei Twitch aufpassen wegen deiner Fäkalsprache. Ne? Was? Nix. Ich habe nichts gesagt. Warum? Oh Mann, wie weit habe ich für Items behalten? Keine Ahnung, Grohax weiß es nicht. Warum muss ich da aufpassen? Ich bin ja Zorion, der ständig, der mit Sachen wie Nutte und so um sich wirft. Hast du gehört, wie der abgegangen ist? Und immerhin ist das ja ein ab 18 Stream. Also, dich nicht so. Ich frage mich nur, warum das hier ein ab 18 Stream ist, wenn man solche Sachen nicht direkt ansprechen darf.
Ja, weil das halt sexuell ist. Es gibt ab 18 mehr in den ganzen Schimpfwörtern und so weiter. Darum geht's. Du darfst ja auch keine Sex-Games und so ein Kram auf Switch zeigen. Adult only. Darfst du ja nicht. Was? Game Rule Keep Inventory True. Warte ich. So. Hat Paulus eben gerade geschrieben. Danke. Kein Problem. War Paulus, nicht ich. Muss mich bei Paulus bedanken. Weil ich zum Beispiel Minecraft bin ich sowieso eigentlich ein relativer Noob, weil Redstone, wie gesagt, kenne ich mich kaum aus. Und finde ich auch nicht sehr interessant, weil das ist mal viel zu komplex zum Lernen. Ich baue auch nicht gerne, ich sammle einfach nur gerne. Ich baue einfach nur Kästen mit Lagern, mit Lager, also Lagerhäuser als Kästen mit Dingens drinnen, mit Kisten drin. Mehr baue ich nicht gerne. Ich kann nicht schön bauen. Das ist einfach, es gibt hier Leute auf dem Server, die bauen echt richtig, richtig geil, aber ich kann das einfach nicht. Und da ist er. Doch, fährt er. Kenne alle Minecraft-Befehle auswendig. Ich habe auch schon einige Mods und Plugins programmiert. Echt? Ist ja cool. Aber wenn ich das machen würde, müsste ich jetzt mal Java lernen. Legend of Gaia-Musik. Also ja, das ist. Ich weiß, dass ich mal Mods installiert, wie gesagt, mit dem neuen Launcher finde ich das irgendwie komplexer als mit dem alten, wo du einfach solche in die Jar reinkopieren musstest. Ihr musstet ja eigene Profile einstellen und was weiß ich was alles. Ich finde das irgendwie total kompliziert. Aber nun gut. Dann habe ich das eigentlich noch markiert. So. Und naja. Ja. Mal ich was zu trinken. Wir haben nichts zu trinken. Hast du mal was zu trinken unten holen, bitte? Danke. Ist so gut, wenn man einen Diener hat, ne? Ach ja, apropos Bratwurst, ne? Und was ist ja gar nicht. Am 2.8. plane ich meinen ersten 12-Stunden-Stream zu machen. Also durchgängig 12 Stunden zu streamen haben. Ich weiß nicht, ob die Spiele, die ich da spiele, dann die gefallen werden. Ich werde schauen, ob ich entweder Minecraft halt auch spiele ein bisschen oder halt auch meinen normalen Kram. Also ja. Das muss ich aber nicht für jeden einzelnen eingeben, oder? Nein. Gut. Und dann mir was zu trinken. Ist das kühl oder ist das kühl? Gut. Ah, okay, perfekt. Also, ja, wie gesagt, am 2.8. plane ich einen 12-Stunden-Stream. Ob der Mr. 21 da dabei sein wird, weiß ich nicht. Ab 21 Uhr. Das ist dann sowieso nur noch 3 Stunden. Es geht ja nur von 12 bis um 12. Also, für 12-Stunden-Streams habe ich leider keine Zeit. Weil ich habe nebenbei noch genug zu tun. Gut. Nee, jo. Was? Der Elfkratzer ist immer zur Stelle, lol. Ach, Elfkater! Ja, deswegen. Nele Jo, wer ist das? Okay. Ich kümmere mich mal drum. Ja, es sind einfach irgendwelche komischen. Warte, ich mach's grad. Okay. Die Karte ist gut. Und da ist der Typ weg. Ist er weg? Ja. So. Die Kohle lasse ich da, weil das ist nämlich die von Tommy. Die gehört mir nicht. Karte sind immer gut. Ja, wobei ich sagen muss, ich bin nicht so der Katzenfan, aber naja.
Dafür ist es ein bisschen anders. Ich will mir aber selber nie eine Katze halten, weil ich weiß nicht, ich mag die Tiere einfach nicht so. Ich bin eher der Hundefreund. Aber naja. So, damit jetzt werde ich erstmal ein bisschen hier was zurückbringen und Dirt holen. Und dann wird man noch die Decke abbauen und dann ja. Weil ich ihn da einen Timeout habe. Die verloren. Nee, komm ich muss, nee, ich komme, ich dachte mal jemanden. Nee, komm, ich meine, dass jemanden zu bannen. Nee, Katzen mag ich auch nicht, nur Großkatzen. Ah. Was ist das für ein Schienen mit der roten Platte? Keine Ahnung, was er jetzt meint. Ja, das meint er wahrscheinlich, diese Beschleunigerstreifen. Ach so. So, die linke Seite haben wir, ja doch, die linke Seite haben wir damit jetzt auch. Oder die rechte von mir aus, je nachdem, wo man halt hinguckt. Die Fahrt dauert halt nicht mal lange. Ich bin bald schon 40. Und nur durchs Abbauen. Kaum gekämpft. Schäm dich. Warum? Schäm dich einfach. Warum? Ist so langweilig. Nur bauen, nur abholzen, abhacken. Ja, Entschuldigung, wenn ich halt die ganze Zeit irgendwelche Was Gänge machst du buddeln eigentlich muss. mit dem ganzen Rohstoff? Du musst es doch irgendwo irgendwann mal verarbeiten. Die nach und nach wahrscheinlich irgendwann, aber es ist halt, ich brauche mehr Kohle ab, als ich halt verbrauche. Und Meine Schienen. schlecht. Na, die Antriebsschienen, die sind, dachte Antriebsschienen beschleunigen. Ja, mein ich auch. Die ist auch letzte Stunden haben. Genau. Genau. Entweder per Redstone Fackel oder per Schalter. So. Also ich nutze ja bestimmt die Schalter, weil erstens kann man die ein- und ausschalten, wie man möchte, und zweitens sind die günstiger. Also für Warum Kosten. baust du eigentlich jedes Mal die Schiene ab? Was? Warum baust du eigentlich jedes Mal die Das Minecart. Ja. Ja, weil ich das vielleicht auch noch da drüber nehmen möchte. Weil du hast doch genug Rohstoffe, da stellt da noch eine her. Nein, weil das Ja, weil, nein, weil, weil warum? wir keine wir haben erstens keine Wenn jemand da und noch lang fahren will, dann klaut der mein Minecart. Wir haben jeder für sich ein Minecart. Das dauert doch nicht, nur ein paar Sekunden. So viel Eisen haben wir auch noch, dass wir haufenweise Minecarts bauen könnten. Also von daher, ich mache immer 5 Schienen auf einen Redstone-Block. Achso, das ist dann für. Also ich mache immer 3, das reicht ja. 3 ein Schalter daneben, dann also 30 Schienen geht's vorwärts, dann mache ich 3 Schienen an 3 Antriebsschienen, an 3 andere 3 Antriebsschienen, mache einen Schalter daneben, mache die halt an, dann mache ich immer eine Schiene noch hinten dran, die dann halt zu den 30 dazu zählt, weil ich halt manchmal auch noch weiterbauen möchte halt vorher, weil sonst klatsche ich halt gegen die Wand mit den Schienen. Verstehst du, was ich meine? Und ja. So. So. Granit. Ich habe Hunger auf Eis. Dann hol dir doch Eis. Oder so. Also wir haben kein Eis. Wir waren vorher beim Einkaufen da überlegt, ob wir Eis kaufen sollten, aber wollte man dann doch nicht. Aber Block frisst eben viele Ressourcen. Ja, deswegen nutze ich die auch nicht. Deswegen nutze ich halt Schalter, weil das mir reicht. Fackeln sind billiger. Iron Ore. Das ist draußen Gewitter, ey.
Also im Game, nicht hier. Wäre schlimm, wenn hier Gewitter wäre. So, Kohle. Was haben wir denn?